also beide noch nicht wirklich zufriedenstellend in dieses Turnier gestartet. Osnabrück gestern bei den deutlichen Pleiten kämpferisch stark, aber körperlich in einigen Belangen unterlegen. Die Hamburger übrigens Trikotnummern jetzt vollständig ergänzt. Das heißt, wir kennen jetzt zum Beispiel Fiete Ab, den U16-Nationalspieler. Trikot Nummer 7. Das ist aus der Drehung, aber pariert von Laurenz Beckemeyer. Schuss hier von Tobias Knost. Nächster Schussversuch. Und jetzt das Tor! Für Hamburg. Dann doch nicht alle Trikotnummern aufgeschrieben. Schussversuch von Wintel Krüger. Das zweite Tor für Hamburg. Erolend Krasnitschi. Jetzt die Osnabrücker gleich mit der Antwort. Nein. Tim Backau scheitert mit seinem Schussversuch. Osnabrück hat den Torwart also gewechselt. Gestern noch Laurenz Beckemeyer am Tor, heute Morgen Tim Backau. Hätte man Ausspiel pfeifen können, der Arm von Matti Luka Löker. Dann doch weit draußen hier, Schussversuch von Benedikt Sabel. Sabel ist jetzt da, der Druck macht auf Joshua Wagnermann. Insgesamt dominiert der HSV die ersten 5 Minuten dieser Partie deutlich. Den verdienen mit 2:0.
auch in Osnabrück jetzt langsam so in den letzten 2-3 Minuten zu Abschlüssen, zu Möglichkeiten kommt. Wieder durchgetankt, der Schussversuch. Tobias Knoos knapp daneben. Also gefühlt pokern die Hamburger noch etwas mit ihrer Aufstellung. Und dann das Distanztor für den VfL Simon Haubrock, 1:2. Die nächste Chance hier für den VfL, die jetzt also immer besser in dieser Partie finden. Handspiel gepfiffen. Schiedsrichter Pulter. Freistoß für die Hamburger, die ein bewegtes erstes Halbjahr hinter sich haben. Mit Trainer Cardoso ging es in die Saison in der Regionalliga rein. 6 Spiele, 6 Niederlagen. Seiner Trainerwechsel Achim Pfeifel kam. Seine Bilanz auf jeden Fall positiv. Er holte 3 Siege, 1 Unentschieden und 2 Spiele gingen verloren. 10 Punkte also holte er, während die Osnabrücker jetzt zum 2:2 ausgleichen. Torschütze war Christopher Schepp. Mit einem Sieg würden die Osnabrücker die Hamburger überholen. Also Hamburg, wie gesagt, ganz schwacher Saisonstart, dann der Trainerwechsel. Jetzt immer noch am Abstiegsplatz, aber der Turnaround scheint geschafft. Trainer Achim Pfeifel kennt den HSV bestens. Er war lange Jahre Trainer der Damenmannschaft des HSV. Schussversuch hier. Das HSV. Langer Ball von Phil Krüger. Oh, das war das abenteuerlich abgewehrt, aber das Ding geht gut. Das Dribbling von Sascha Stach vom VfL.
Wieder Stach. Foulspiel an Ismail Schubert. Abu Bakari. Fetschner Mann wieder. Freistoß für den Hamburger Sportverein. Die Hamburger zum 14. Mal dabei. Zweimal konnten sie den Pott gewinnen. Und sie zogen auch nur zweimal ins Endspiel ein. Das heißt 100% Quote. 2009 und 2014. Lieblingsverein von Turniervater Heinz-Dieter Holsing. Vom ersten Eindruck her aus der Vorrunde gehören sie in diesem Jahr zumindest mal nicht zu den Top-Favoriten des Turniers. Wieder gute Parade von Tim Backau. Wir werden natürlich nach der Vorrunde mal uns einen kurzen Überblick verschaffen. Wer könnte denn hier zum Favoritenkreis gehören? Ich glaube, im letzten Jahr habe ich Ihnen vier Kandidaten genannt. Und ich glaube, drei von vier sind im Achtelfinale ausgeschieden. Trotzdem werden wir uns den Spaß gleich mal zusammen gönnen. Einen der sicherlich großen Top-Favoriten nach den Eindrücken von gestern sehen wir gleich im letzten Vorrundenspiel. Das ist der FC Schalke 04, die über die Bären stark aufgetreten sind. 5-1 gegen Hamburg, 7-2 gegen Osnabrück. Es ist nicht das Spiel der hochklassigen Spielanlage, der großen Hallensysteme. Es ist schon intensiv, aber ja, es fehlt so ein bisschen an den spielerischen Elementen. Hohe Fehlpassquote bei beiden Mannschaften und dann doch einige Foulspiele. Zerfahrene Partie. Wir haben es vielleicht gerade über die Außenmikrofone gehört. Die ersten beiden Achtelfinals Bayern gegen Köln. Da sicherlich die Bayern haushoch favorisiert bisher. Und Mainz gegen die Mühlis, auch da gibt es über die Favoritenrolle keine zwei Meinungen. Aber wer weiß, der Freeway Cup ist bekannt für faustdicke Überraschungen. Apropos Überraschung, schaffen die Osnabrücker vielleicht noch den Sieg. Sie brauchen noch ein Tor. Letzte Minute läuft. Schussversuch. Und das Tor für Hamburg. Ole Wollers trifft für den HSV zum 3-2. Noch 36 Sekunden Zeit für die Osnabrücker. Nächster Versuch in den Pfosten und Tor. Diesmal Schubert, Abu Bakari mit dem 4-2 und damit wohl der Entscheidung zugunsten des HSV. Und der HSV wird
Damit vor den Osnabrückern stehen. Nochmal Schussversuch der Osnabrücker. Die sich hier nochmal teuer verkauft haben, aber es hat dann nicht ganz gereicht. Schluss! Wir melden uns gleich mit Stuttgart gegen Schalke.